Ja, vielleicht kurz, wer bist du, wo sind wir hier und was machst du? Ja, ich bin der Jakob Hörl. Ich arbeite in dem Projekt Schafe im Weinberg, oder eigentlich heißt es auch Win-Win im Weinberg. Das läuft über die Hochschule in Rottenburg. Wir sind aber jetzt heute hier in Freiburg, weil einer oder der Hauptprojektpartner ist eigentlich das staatliche Weinbauinstitut in Freiburg. Und da angegliedert gibt es auch das Staatsweingut Freiburg. Die stellen quasi die Flächen hier zur Verfügung. Und wir probieren seit 2019 aus, wie man Schafe effektiv und sinnvoll in den Weinberg integrieren kann, mit den Schafen dort arbeiten und schauen uns an, einerseits, welche ökologischen Auswirkungen haben das. Also das ist auch so der Grundgedanke von dem Projekt gewesen. Weinbau ist eine sehr intensive Sonderkultur und wie können wir jetzt einfach durch eine Beweidung das auch ein Stück weit ökologischer betreiben. Damit das Ganze aber dann auch in die Praxis kommt, ist natürlich für den Winzer dann auch immer eine Frage der Kosten und des Aufwandes. Und deswegen ein anderer Aspekt von dem Projekt ist eben auch Zeitstudien und ökonomische Betrachtungen. Also welchen Aufwand braucht das Ganze und wie kann ich es effizient umsetzen und in den laufenden Betrieb eigentlich integrieren. Ja. Und das Schöne ist, also am Anfang von dem Projekt, also hatten wir Praxisbeispiele oder hat man immer wieder auch gehört und es ist jetzt auch nichts Neues. Also ich sage mal, das hat so vor 15 Jahren oder so angefangen, auch eher in Neuseeland, da ist mal eine Schafsherde ausgebrochen und nebenan war quasi ein Weinberg und dann hat der Schäfer dann schon am nächsten Tag gedacht, okay, also er ist jetzt irgendwie bankrott und kann alles aufhören und dann sind sie mit dem Winzer durchgegangen und haben geschaut, was die Schafe angerichtet haben und haben eigentlich gesehen, dass die Schafe genau die Blätter weggefressen haben, die sie eh mit der Hand oder Maschine dann entblättert hätten und so ist das dann eigentlich entstanden und wird dort in Neuseeland, Australien schon eben seit 10 Jahren umgesetzt und es sind natürlich andere Dimensionen, also einerseits was die Weinberge angeht, aber auch die verfügbaren Schafe so, also macht auch sehr viel Sinn. Und wir schauen uns quasi jetzt an, wie man das in einem mitteleuropäischen oder deutschen Kontext dann umsetzen kann, weil Weinbau ist auch sehr kulturhistorisch, ja, es ist sehr viel Historie quasi drinnen und jedes Land, jede Region hat ihre eigenen Anbauformen und da muss man natürlich dann immer auch schauen, wie kann man das System hier jetzt dann anpassen. Ja, und wir sind ein Praxisforschungsprojekt, das heißt also wirklich auch viel ausprobieren. Also am Anfang war auch nicht klar, wie und ob das klappt. Da haben wir einfach mal Schafe angeschafft und die dann reingestellt, auch die ersten 1, 2 Jahre sehr viel dazugelernt, auch mit den Schafrassen, welche eignen sich, welche nicht, wie muss ich die Zäune stecken. Ja, und uns ist letztendlich mehr oder weniger selber beigebracht. Also auch das ganze Thema Schafhaltung. Und ja, aber jetzt eben sind wir im 4. Jahr und haben das Ganze eigentlich schon so weit zusammen, dass wir auch sagen können, wie es geht. Und das Schöne ist, dass das Interesse bei den Winzern eigentlich ungebrochen ist oder eigentlich auch im Laufe des Projekts immer mehr zugenommen hat und tatsächlich jetzt auch große Weingüter, auch Staatsdomänen dann anfragen, ja, wir würden das gerne machen. Könnt ihr nicht mal vorbeikommen oder wir zu euch hierher kommen, um das anschauen? Also, sie haben ein ernsthaftes Interesse. Also, weil auch gerade das Thema Tiere, Weidetiere oder Ökologie, Nachhaltigkeit, das sind einfach Megathemen, die auch in der Gesellschaft sich widerspiegeln. Für die Winzer natürlich dann auch im Verkauf, im Marketing. Und das zieht dann. Und das ist auch ein sehr wichtiger Aspekt. Wir haben im Projekt auch eigenen Schafswein herausgebracht, also von den Versuchsflächen, um dann eben hier in der Weinhandlung auch zu verkaufen und haben da dann auch mit Kundenbefragungen und Verkaufstests gemacht, um herauszufinden, so, was kann man jetzt für den Schafswein mehr verlangen. Also es ist ein sehr breit aufgestelltes Projekt auch und mir macht sehr viel Spaß darin zu arbeiten und eben das Ganze zu koordinieren. Ja. Und auch Zeit mit den Schafen zu verbringen. Ja, und ja, ein anderer Aspekt ist eben dann die Ökologie. Ich habe es kurz schon gesagt, also wir haben am Anfang Aufnahmen gemacht auf verschiedenen Versuchsparzellen und das jetzt über die letzten Jahre begleitet und auch zu schauen, so welche Effekte auf Pflanzenzusammensetzung, auf die ganzen Lebewesen, also von Bodenleben, Regenwürmer, Grillen, Mäuse, Insekten, Wildbienen, schauen wir uns an, welche Auswirkungen das haben.
Muss auch dazu sagen, also das Ganze ist auf 4 Jahre angelegt. Also wir sehen jetzt erste Trends. Wenn man jetzt hier eine Beweidung etabliert, so die, sind es eher langfristige Effekte, die dann interessant werden. Also so nach 7, 8 Jahren, also dass sich dann auch in der Vegetation was verändert. Und wenn es um Boden geht oder sowas, dann eher in 20, 30 Jahre Schritten, aber irgendwann muss man anfangen und ja. Also ich schätze mal, die Reben sind ja deutlich älter, also es war einfach eine Versuchsparzelle mit irgendeinem Unterwuchs, oder habt ihr jetzt gezielt da einen speziellen Unterwuchs etabliert und wie seid ihr gestartet? Auch das Schöne, also hier sind es auch Versuchsflächen von dem Referat für Resistenz- und Rebenzüchtung. Also hier laufen auch andere weinbauliche Versuche ab. Und wir haben uns jetzt da so ein bisschen integriert, haben schon an diesem Standort Wonhalde, heißt es hier, haben wir jetzt 3 Versuchsparzellen noch immer so angeordnet. Wir haben eine Fläche, die wird beweidet, und die andere, eigentlich identischer Weinberg, wird die ganze Zeit nicht beweidet. Also da passiert einfach Business as usual, um dann eben auch zu sehen, so wie geht es auseinander. Also wenn ich jetzt hier mit Schafen arbeite oder eben ganz normal weitermache. Und das waren ganz normal bewirtschaftete Weinberge. Wir haben konventionelle und ökologisch bewirtschaftete Flächen auch mit drinnen. Also unterscheiden da auch nicht. Auch bei den Winzern, mit denen wir zusammenarbeiten, also versuchen wir Lösungen sowohl für den konventionellen Anbau auch als für den ökologischen zu finden. Da ist es schon so, also dass vor allem gerade am Anfang die Nachfrage von den Öko-Winzern stärker war, also weil die einfach so auch von der ganzen Philosophie her dem näher sind quasi. Genau, aber mittlerweile auch doch auch einige konventionell wirtschaftende Winzer, die da auch mit den Schafen arbeiten und sehr pragmatisch rangehen und einfach die Vorteile sehen und auch von sich aus ein Stück weit ihre Wirtschaftsweise verbessern wollen. Und ja. Das ist auch schön, einfach da offen zu bleiben und über die Lager hinaus quasi zu beraten und zu unterstützen. Ja. Und welche Ziele jetzt ganz, also ich sag mal, welche Maschinen und welche Arbeitsschritte sollten denn die Schafe ersetzen? Ja, es geht vor allem um den Unterwuchs, der eben in Konkurrenz zu den Reben steht, also gerade wenn es um Wasser und Nährstoffe geht. Und je nach Standort und Wüchsigkeit, Wasserverfügbarkeit, also ist das sehr stark wüchsig. Das Problem ist immer der Unterstockbereich letztendlich. Was passiert direkt unter den Reben? In den Gassen ist es noch relativ einfach, das kann man abmulchen oder mähen. Und dann im Unterstock wird es interessant. Und hier haben die Schafe dann die Aufgabe, dass sie eben den Begleitwuchs regulieren, also abfressen und das eigentlich möglichst kurz halten. Und also das ist der eine Aspekt, und das war auch von Anfang an so die Zielsetzung. Also wie schaffen wir es auch eine Alternative, oder können die Schafe eine Alternative für Herbizideinsatz, also Glyphosat im Unterstockbereich sein? Also muss man auch realistisch dazu sagen, es kommt immer auf die Fläche drauf an, wie groß sind die, wie viele Schafe habe ich. Also das sehen wir jetzt auch, dass einfach eine Maschine ist sehr schlagkräftig. So hier 7 Hektar arrondierte Fläche, da setzt sich ein Arbeiter einen halben Tag auf den Traktor, dann hat er das alles runtergemulcht. Wenn wir das mit den Schafen machen, dann bräuchten wir da ein paar Wochen dafür. Wir haben jetzt im Projekt so an die 40 Schafe, jedes Jahr mehr, aber wir kommen bei Weitem nicht ran, es ist alles hier zu beweiden. Also ich habe es mal zusammengerechnet, also letztes Jahr haben wir schon von den 7 Hektar geschafft, 2 Hektar permanent zu beweiden. Mussten dann, weil letztes Jahr war es auch sehr nass, also es ist extrem viel gewachsen, dann musste doch noch einmal auch nachgemulcht werden, weil die Tiere einfach nicht hinterhergekommen sind. Ja. Und da sind wir mittlerweile auch pragmatisch, und das am Anfang haben wir wirklich versucht, okay, wie können wir wirklich möglichst alles mit den Tieren machen. Aber da muss man auch einfach sagen, wenn man jetzt einmal zwischendrin das auch abmulcht oder mäht, dann ist es auch nicht schlecht. Also genau. Und aber wir schaffen es dann schon, dass wir, das heißt mal, 2 bis 3 Überfahrten und maschinelle Einsätze dann einsparen, also mit der Weinbergsbeweidung, genau. Das heißt Unterwuchs, genau. Sind es noch andere Arbeitsschritte oder Maschinen, die ihr zumindest schaut, ob man sie ersetzen kann? Ja, und dann eben das Entblättern, also dass die Reben wachsen quasi im Spalier auf und sind erstmal von den Reben
von den Blättern geschützt. Und da geht es darum, das aufzulockern, ein paar Blätter rauszunehmen, damit eben die Trauben abtrocknen können, wenn sie mal feucht sind. Also dann ein besseres Mikroklima um die Trauben herumstehen, dass dann weniger Pilzbefall dann dort ist. Und da haben wir schon gesehen, also das können die Schafe eben auch machen. Und sehr gut. Und das Ideale ist eigentlich auch, dass jetzt bei der Flachbogen-Spaliererziehung der Flachbogen eben auf circa einen Meter gebogen ist. Das heißt, da ist dann auch die Traubenzone und das ist eigentlich noch genau in dem Bereich, wo die Schafe fressen. Also die kleine Rasse frisst eben bis 1,5 Meter hoch, die größeren, die kommen schon mal bis 1,20 Meter. Und deswegen kann ich die eigentlich genau einsetzen, um in dem Bereich eben zu entblättern. Und dann kommt es eben auf die Tierzahl an, auf die Weide und wie viele Tage sie dann da draufstehen. Und das haben wir mittlerweile auch raus, also dass ich sehr fein steuern kann, wie viel sie fressen. Also das kommt dann, ist dann auch noch wetterabhängig, also wie heiß ist es, also wie ist die Tieraktivität, wirkt sich auf die Fraßleistung drauf an. Aber das kann man eigentlich sehr gut steuern und so, dass die Winzer eigentlich sehr zufrieden sind. Und darum geht's. Also es bringt nichts, wenn es jetzt noch so eine umweltfreundliche Maßnahme ist, so, aber wenn die dann nicht in der Praxis oder von den Praktikern dann umgesetzt wird oder Sinn macht, dann wird es halt auch die wenigsten machen oder die Überzeugungstäter so, aber es wird sich nicht verbreiten. Und welche Tendenzen sind jetzt schon sichtbar, wenn du da schon was sagen darfst vor der Veröffentlichung? Ja, also ich meine, das kann man schon sagen. Also so ökologischen ist es so, eben bei der Vegetation, das ist doch etwas langfristiger. Also da gibt es einfach Pflanzen, die die Schafe sehr gerne fressen. Das heißt, das reduziert sich. Also werden schon auch die Gräser gefördert letztendlich. Also Krautige werden rausgefressen und je nachdem, wie die mit der Beweidung dann klarkommen. Also das verschiebt sich hin zu weidetoleranten Arten, also was ja auch nicht schlecht ist. Was interessant ist, dass eben die Schafe nicht alles fressen, also wenn es irgendwelche holzigen Halme oder Stängel da bleiben, dann entsteht da eben eine andere Struktur, die jetzt eben ein mechanisches Abmulchen, das ist eine sehr homogene Fläche, also gleichmäßig, dann schafft, dass das dann einfach fehlt und durch die Schafbeweidung entstehen eben auch gewisse Mikrohabitate, also dass da dann auch mal Grashorste stehen bleiben, auch gewisse Offenstellen, wo sich die Schafe ablegen. Da gehen dann wieder Wildbienen rein, die eben den offenen Boden brauchen, um dort Nisthöhlen anzulegen. Und das haben wir auch in einer Arbeit gezeigt, also dass die Schafe fressen natürlich die Blüten. Das heißt, also es ist weniger Nahrungsangebot jetzt für Wildbienen oder nektarbesuchende Pflanzen. Also das Blühangebot nimmt ab, aber die Anzahl und Vielfalt der Wildbienen nimmt nicht ab. Also dann muss es irgendwas anderes auf diesen beweideten Flächen geben, was halt für sie attraktiver oder genauso attraktiv ist. Und da ist eben die Vermutung, dass es die Nistflächen und das Habitat dann sind. Und ja. Dann Regenwürmer haben wir uns angeschaut, da haben wir jetzt nicht so viele Unterschiede gesehen zwischen den beweideten und nicht beweideten Flächen. Feldgrillen nehmen zu, auch weil eben diversere Struktur einfach stehen bleibt. Das haben wir über Audiorekorder aufgenommen, also meine Kollegin ist da mit so Soundscapes und so, also ist da ganz gut unterwegs. Was haben wir uns noch angeschaut? Ja, Mäuse haben wir jetzt auch noch eine Arbeit gemacht, also weil die auch durchaus ein Problem sind, dann die Löcher einfach jetzt weniger für die Reben, aber eher für die Arbeiter, also dass man eben dann einbricht oder es gefährlicher wird zu gehen. Da ist auch jetzt rein die Beobachtung, dass auf den beweideten Flächen weniger Mauslöcher sind, also weil einfach auch durch den Tritt und wahrscheinlich auch die Ausscheidungen, dass dann vergrämt wird. Wild wird auch vergrämt, also wenn jetzt Hasen oder sowas gerade an Junganlagen so sind und auch Rehe, also bleibt dann doch auch mal Wolle an den Pfosten hängen, wird auch im Forst eingesetzt, um eben dann kleine Bäume zu schützen so und da, das wird dann eben vom Wild auch gemieden, diese Flächen. Und gerade wenn es jetzt im Waldrand lagen ist, kann es dann schon interessant sein, also weil dort dann der Verbiss oder die Schutzmaßnahmen sehr hoch sind und eben auch sehr teuer. Und also so viel zu den ganzen Tieren und Ökologie. So beim Betriebswirtschaftlichen, ja, da hat sich gezeigt, also dass eigentlich das Interessanteste finanziell wirklich dieses Traubenzonen in Blättern ist, weil das eben eine sehr teure händische Arbeit ist oder eben sowas mit der Maschine gemacht wird und da aber das Ergebnis nicht so gut ist.
Und das Abfressen, also die Begleitwuchsregulation, das funktioniert auch. Aber da ist es eben schwierig, zum richtigen Zeitpunkt ausreichend. Also das ist dann eine Sache vom Weidemanagement. Also das funktioniert prinzipiell, aber braucht eben gerade im Frühjahr, wenn es stark wächst, bräuchte man mehr Tiere und dann im Sommer über muss man schauen, wo sie dann sind. Also ja, aber ich glaube da, wenn es einfach, wenn man dann generelles Verständnis hat und jetzt das nicht auf den Tag genau perfekt sein muss, also auch bei den Winzern gewisse Flexibilität oder auch Entspanntheit da ist, dann reguliert sich das auch wieder innerhalb der Vegetationsperiode. Gut, cool, man hat ja eh die Ergänzung mit der Maschine, aber meistens sowieso noch am Betrieb. Das heißt, wenn es mir dann davon wächst, dann muss ich halt einen Teil mal runter. Eben, und es gibt, also, und das ist auch, sag ich mal, wenn sich's etabliert oder in die Richtung, was es gehen kann, ist, dass man eben eine Kombination macht aus Maschine und Tier. Wir haben auch Winzer, die eben nur zur Traubenzonenentblätterung einsetzen und die mulchen vorher die Gassen extra runter, dass da quasi weniger Futter steht und dass sie dann im Unterstock bleibt stehen, also in dem Problembereich, dass sie dort dann quasi die Fraßleistung drauf konzentriert wird und dann eben in der Traubenzone. Und damit schaffen die dann auch eine höhere Flächenleistung. Das andere sagt er, das ist egal. Also da fährt er einfach dann schnell mit dem Mulcher durch. Also so, also dass er wirklich sagt, okay, was können die Tiere leisten? Wie kann ich sie effizient und sinnvoll einsetzen? Und was kann ich mit der Maschine machen? Und ihr habt Versuchsparzellen, wo ihr die Schafe haltet, arbeitet aber auch noch mit Praxisbetrieben zusammen. Ja, genau. Also das ist auch das Schöne oder Besondere an dem Projekt, dass wir wirklich auch selber die Tierhalter sind. Also dass wir einfach da auch mit der Weideführung und dem Management selber Erfahrungen sammeln konnten und das eben viel ausprobiert haben, auch mit verschiedensten Zaunsystemen, was sich da anbietet. Und dann so im Dunstkreis vom Projekt, also haben wir eben zur gleichen Zeit, am Anfang gab es einen Workshop oder eine Konferenz von 2 Tagen, da waren auch schon einige interessierte Winzer da und die haben quasi mit uns dann weitergemacht und wir sammeln hier experimentell unsere Erfahrungen, geben die dann auch immer wieder in die Praxis oder eben an diese Betriebe weiter, die das dann auch wieder umsetzen und halt nochmal verifizieren oder für sich dann herausfinden und die sind eigentlich auf ganz Baden-Württemberg verteilt. Ja, wir sind aber auch im Kontakt, also mit Winzern aus Österreich, in Frankreich, in der Schweiz. Also das ist auch schön, also dass sich da wirklich auch so eine Art Community dann auch gegründet hat. Wir haben auch eine WhatsApp-Gruppe, heißt Schafe im Weinberg, also wo einfach dann die verschiedensten Leute dann Bilder oder dann auch Fragen posten. Also und da kann man sich eigentlich selber sehr gut unterstützen und ja, so die Sache weiterbringen dann. Ja. Und das Spannende oder das Ding ist schon auch, was sich gezeigt hat, also dass Winzer jetzt nicht Tierhalter sind, also auch in der Ausbildung, also wenn man jetzt Landwirtschaft lernt oder studiert, dann hat man immer noch einen Aspekt Tierhaltung mit drin oder zumindest mal gehört, auch wenn man danach dann Gemüsebau oder Acker macht. Bei den Winzern ist es so, die lernen wirklich ausschließlich was über Rebe und das Wachstum von der Pflanze und haben jetzt also mit Tierhaltung eher weniger am Hut. Es gibt einige, die halt von sich, von zu Hause aus oder vom Betrieb her noch Tiere haben oder damit aufgewachsen sind, die sehr motiviert sind, damit auch anzufangen. Damit sich das Ganze aber auch verbreitet, ist es schon so, dass eigentlich auch die Schäferei mit einbezogen werden muss. Also, dass man der Winzer nicht selber der Tierhalter ist, sondern das eben von jemand anderem machen lässt. Da haben wir auch Beispiele, wo das sehr gut klappt. Also, dass 2, 3 Winzerfamilien dann auf einen befreundeten Schäfer zugegangen sind und die Winzer sich dann die Schafe angeschafft haben, am Anfang die ersten 1, 2 Jahre der Schäfer dann noch mit dabei war, das denen beigebracht hat und da eben dann eine Kooperation ist. Und ja, auch jetzt in den Trockenjahren hat sich schon auch gezeigt, dass es für die Schäfer durchaus interessant ist, dann gerade die Winterbeweidung, also weil dort einfach zusätzliche Futterflächen dann frei sind und nach der Lese, quasi also Ende September oder so, kann man problemlos rein. Da hängt dann auch noch teilweise Laub dran, das dann auch verpilzt ist. Also wenn das dann abgefressen wird, einmal durch den Tierkörper durchgeht, dann ist das glaube ich auch unschädlich gemacht, die Keime. Also das haben wir jetzt noch nicht so im Detail angeschaut, aber die Vermutung ist schon da, dass die quasi auch dann gewisse phytosanitäre Aufräumarbeiten machen können, die Schafe. Und eben, es gibt für die Schäfer zusätzliche Futterflächen und das ist auch das Coole in dem Projekt. Wir haben ein paar Artikel in Winzerzeitschriften geschrieben, haben mal gesagt, hey,
kontaktiert doch mal eure lokale Schäferei, fragt, ob die mal hier durchziehen wollen, weil das war eben früher auch das Landnutzungssystem. Also bis in die 70er Jahre oder so sind eigentlich die Wanderschafherden, die dann auf der Alp oder so waren, dann in die Weinbaugebiete gezogen, weil einfach hier weniger Schnee war oder es klimatisch besser ist. Und die Winzer waren dann froh, eben, dass die Schafe kostenlosen Dünger mitgebracht haben, eben eine leichte Bodenbearbeitung gemacht haben. Und so war das. Und dann eben auch mit der zunehmenden Spezialisierung, also das früher waren alle Weingüter eigentlich gemischt Betriebe, haben ein bisschen Wein noch mit dazu gemacht, aber auch die Tiere und alles immer im Weinberg gehabt, dass dann eigentlich das Erste, was passiert ist, dass man die Tiere verbannt hat, also weil sie eben das System komplexer machen und weniger gut steuerbar, und dann ist man hergegangen und hat eben alles auf die Maschine ausgerichtet, und deswegen sind jetzt die Gassen so breit, wie sie sind, und die Weinberge auch so angelegt, also weil es eben ja, die Maschine vorgibt, wie effizient gearbeitet wird quasi. Und ja, jetzt langfristig, wenn man sich das überlegt, könnte man schon sagen, okay, ich will mit den Schafen arbeiten oder das ist mein wichtigstes Werkzeug. Und dann könnte man quasi auch den Weinberg so anlegen, dass es halt ideal ganzjährig mit den Schafen beweidet wird und die Reben so wachsen. Ja, wachsen dann eigentlich drüber. Und das Schöne ist, also in Kalifornien gibt es da auch schon Beispiele, also wo Weinberge angelegt wurden, die sehen dann anders aus als hier. Da wächst die Rebe wirklich erstmal auf 2 Meter oder so hoch und dann eher wie ein Schirm. Also wir haben es da vorher gesehen, die Umkehrerziehung, also wäre auch sowas, was es hier auch noch traditionell gibt. Ja, und da können die Schafe das Ganze überbleiben und man muss eigentlich nur zur Lese dann rein und Pflanzenschutz dann auch, ja. Aber ja, auch hier wollen wir eben ein bisschen anregen und eben auch diese Grundsätze aufzeigen. Also um was geht es eigentlich? Und, ja. Und Vorteil von der Umkehrerziehung sind welche? Ja, es hat arbeitswirtschaftlich, also ist es aufwendiger, weil du hast halt die Traubenzone dann auf 1,60 Meter oder sowas. Das heißt, du musst immer mit erhobenen Armen arbeiten, da dann auch durch. Also das Entblättern und so passiert dann auch mit der Hand, also es ist halt weniger gut mechanisch oder maschinell bearbeitbar, also es ist viel Handarbeit. In Steillagen wird das auch noch gemacht, in Südtirol gibt es dann auch wirklich so Pergola-Erziehungen oder auch in Nordportugal und so, also auch die Rebe, also kann also in jeglicher Form wachsen so, und wir Menschen packen sie halt in ein System, das für uns gut passt oder das gut handelbar ist und lassen sie dann so wachsen. Also ja, und ja, bei der Umkehrerziehung auch, also dann gibt es keine verbisskritischen Zeiten, weil eben alles, was für den Winzer an Wert ist, die Trauben, ist quasi außerhalb der Reichweite von den Schafen. Und da auch die Kombination aus verschiedenen Erziehungssystemen, also dass man für die verbisskritische Zeit eine Umkehrerziehung dann hat, also wenn es dann hier im Flachbogen Spalier nicht mehr geht, weil sie dann eben die Triebe oder Blüten abfressen würden, habe ich dann eine Ausweichfläche, Teil Umkehrerziehung, wo ich sie dann reinstellen kann in der Zeit, und dann, wenn es wieder in den normalen Reben geht, kann ich sie quasi wieder rüberholen. Also das sehen wir auch, und auch eben manche Weingüter setzen das so schon um. Eine andere Form, wo es auch noch gut geht und die mehr am Kommen ist, ist der Minimalschnitt. Also da wird die Rebe nicht jedes Jahr zurückgeschnitten und treibt dann neu aus, sondern das ist eher dann wie eine Hecke. Also man lässt die über die ganze Laubwand dann auch die Trauben wachsen. Das ist allerdings nicht, also muss es dann mit einem Vollernter geerntet werden. Also der fährt dann durch und dann schüttelt er quasi die Trauben runter. Was aber auch immer mehr also am Kommen ist, einfach weil es ja, effizienter oder günstiger quasi ist. Und wenn man das dann einsetzt, dann kann man auch mit den Schafen eigentlich das ganze Jahr über beweiden. Weil es eben keine Traubenzone gibt, die dann verbissen werden würde, sondern die Trauben sind verteilt, dann fressen sie unten ein paar Trauben, aber auf 2 Meter Laubwand, also ist das dann auch vergleichsweise wenig. Und will man sogar auch, dass es dann eben von unten auch gut durchziehen kann, also dass da eine Belüftung dann stattfindet im Weinberg. Und die Schafe machen dann eben auch eine schöne Fraßlinie. Und ja, das sieht dann super aus. Also eigentlich fast wie mit der Maschine, also das ist, also perfekt, ja.